I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Ja, moin, hallo liebe Videofreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Diesmal nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht in Richtung Spanien. Sind vor 2 Tagen hier angekommen. Haben in Frankreich ja fast eine Woche verbracht, weil wir langsam durchgefahren sind. So am Tag so 200 bis 300 Kilometern. In Frankreich hab ich nicht gefilmt, weil war eigentlich unspektakulär. Wir haben meistens auf Stellplätzen gestanden, die kostenlos waren. Was ja in Frankreich relativ üblich ist, dass fast jedes Dorf oder jedes kleine Städtchen einen Wohnmobilstellplatz hat, der meist kostenlos ist, wo es dann vielleicht eine Entsorgung und eine Versorgung gibt. Meist gibt es keinen Strom. Aber ist ja praktisch, wenn man da durchfahren will. So, wir sind jetzt in Spanien in El Estrait. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf einem Wohnmobilstellplatz, der nennt sich Auto Caravaning Costa Brava. Hier sind ungefähr so, ja, würde man sagen, 100 Stellplätze werden es so hier sein. Wir stehen hier auf Wiese. Ich zeige euch das nachher gleich. Ja, wir haben hier etwa 23 Grad. Und wie ihr seht, Sonne. Ich habe vorhin mal geguckt, wie die Wetter-App so in Deutschland ist. Bei uns, wo wir wohnen, sind es gerade 7 Grad. Ist nicht so angenehm. Wir haben hier eine leichte Brise. Dadurch ist das recht angenehm hier. Gestern war es ein bisschen kälter. Da hatten wir so um die 19 Grad. Und es war bewölkt. Ja, wir haben jetzt vor, so ein bisschen hier an der Costa Brava Richtung Süden zu fahren und schauen mal, wie weit wir kommen. Geplant ist nichts, wir haben auch nichts reserviert, also geht eigentlich immer so der Nase nach und wo wir denken, da ist schön, da bleiben wir einfach mal stehen und hoffen, dass wir einen Stellplatz kriegen. Der Platz ist hier sehr schön, die Ortschaft, ja, es ist die typische, würde ich mal sagen, Touristenhochburg rundherum um den Platz. Hier sind ja mitten in der Stadt, praktisch ist der Platz. Sind rundherum ein paar Apartmentshäuser oder ja, Apartments und Hotels. Ja, würden wir ja mal eine Runde mit euch gehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Ja, wir haben uns gestern schon mal am Strand umgesehen und sind ein bisschen durch die Ortschaft gegangen. Ja. Wetter war nicht so schön, aber wir haben ein paar Aufnahmen gemacht. Die zeige ich euch dann nachher. Ja, dann können wir gleich nochmal losgehen. Ja, wie ihr hier seht, ist hier die Einfahrt. Area Costa Brava. Gibt auch eine Internetseite, wo man noch reservieren kann. Kommt hier eine Schrankenanlage. Mehreren Sprachen, auch in Deutsch. Vorne an der Rezeption ist gleichzeitig die Ver- und Entsorgung. Der Grauwasser, hier die Abflüsse, 4 Stellplätze, Wasserversorgung und Chemietoilette. Gehen wir gleich mal weiter. Stellplätze sind hier auf Rasen, relativ groß, kann die Matrize voll ausfahren. Da sind hier um die Ecke die Toiletten und Duschräume. Dusche kostet 3 Minuten 1 Euro.
ausziehen. Da kann man dann duschen. Ja, wie gesagt, Stellplätze auf Rasen. Der Platz kostet 12 Euro ohne Strom. Mit Strom 14 Euro. Man kann hier anreisen ab 18 Uhr. Wir waren früher da, das ging also auch, aber laut Internetseite ab 18 Uhr. Und wenn man bucht eine Nacht, muss man am nächsten Tag um 20.59 Uhr vom Platz sein. Ist kurios, aber Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man hier am Tag noch baden will oder am Strand liegen will, ist es ja eigentlich recht praktisch, wenn man bis zum Abend bleiben darf und nicht so wie bei uns schon wieder um 11 Uhr abhauen muss. Ja. Dann ist hier kurz mal eine Übersicht über den Platz. Hier ist unsere. Wir stehen auf der C15. Wie gesagt, für 12 Euro. Strom kostet dann nochmal 2 Euro extra pauschal. Ja. Wie gesagt, kleinen Eindruck vom Strand und von der Stadt zeige ich euch gleich. Und wenn euch dieses kleine Pauli, ist das Wasser, ja? Ist das Meer? There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of color, only feeling blue. There's a lot of color lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. Ja, nicht da runter, hopsen, Paulo. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Sure. While you're on the open
Morgen, liebe Videofreunde. So schnell kann es gehen. Gestern noch in Spanien, heute schon wieder in Frankreich. Ja, wir stehen, wie ihr gerade gehört habt, in Frankreich. Südfrankreich, mitten so im Weingebiet, Anbaugebiet. Hinter uns ist der Wein. Weiter hinten sind die Berge. Ja. Und wenn man ein Stückchen weiter geht hier, ist die Weinkellerei mit Hofladen. Wir stehen hier auf dem Platz. Der ist kostenlos, allerdings ohne Strom. Ver- und Entsorgung sind vorhanden. Ja, wir haben den Platz über Park for Night gefunden. Hier sind ein paar Riesenpfützen im Augenblick. Ich drehe euch mal, seht ihr das? Die ganze Nacht hat es geregnet und gewittert. Aber jetzt scheint wenigstens wieder die Sonne. Ja, für uns, warum sind wir schon wieder in Frankreich? War es wohl der kürzeste Urlaub aller Zeiten, also jedenfalls in Spanien. Ganze 3 Tage. Vor allem vorgestern Abend hat uns ein Anruf erreicht, der es leider notwendig macht, dass wir zurück nach Deutschland fahren. Wir hätten jetzt vielleicht noch eine Woche in Spanien bleiben können. Aber wenn wir weiter nach Südspanien fahren würden, würde natürlich auch die Rückreise länger dauern. Und dadurch haben wir uns entschlossen, direkt gleich wieder zurückzufahren. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Unsere Urlaubsplanung ist dann wieder mal über den Haufen geworfen worden. Also geht's wieder ab Richtung Heimat. Ja, leider ist es dann bloß kurzzeitig. Aber was soll man machen? Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr nochmal nach Spanien zu fahren. Auf alle Fälle geht es jetzt erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ich zeige euch noch ein bisschen den Platz. Also, er ist befestigt hier mit Split. Keine Ahnung, wie viele Wohnmobile hier aufpassen, aber ich schätze mal so um die 20, 30, 40. Geradezu ist die Weinkellerei. Links in der Ecke ist die Ver- und Entsorgung. Einfacher Bodeneinlass, Mülltonnen stehen dort. Ja, und Frischwasser kann man dort auch zapfen. Ja, wie gesagt, kostenlos, allerdings ohne Strom. Und natürlich auch keine Waschgelegenheiten oder eben Toiletten. Da muss man seine Gelegenheiten im Wohnmobil nutzen. Und auch ja, haben wir die ja. Ja, und jetzt geht's dann wieder weiter Richtung Deutschland. Ja, noch 1400 Kilometer vor uns. Das macht natürlich Spaß. Mal gucken, wo wir noch in Frankreich hier landen. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. Die Gegend ist jedenfalls schön. Nur leider haben wir keine Zeit, hier zu bleiben und das zu genießen. Ich habe gestern noch mal so ein bisschen gegoogelt, was es hier so im Dörfchen gibt. Hier gibt es mehrere gastronomische Einrichtungen. Also ich denke mal schon, dass man sich hier mal 1 oder 2 Tage aufhalten kann und ein bisschen genießen kann hier die Gegend. Ja, und damit mache ich erstmal wieder Schluss. Wenn es was zu berichten gibt, dann melde ich mich wieder. Und ja. Ja, hallo liebe Videofreunde. Home sweet home. Wir sind wieder zu Hause. Unser Spanienurlaub ist vorbei. Ich stehe hier auf unserer Terrasse bei 8 Grad mit dicken Pullover. Eigentlich war das ja nicht so geplant. Die wilde Weihnachtskiste steht hier auch schon hier unten. Meine Frau ist schon am Dekorieren für Weihnachten. Eigentlich wollten wir ja Weihnachten in
Weihnachten in Spanien verleben. Nachbar baut hier an seinem Häuschen. Ja, Familie geht halt vor. Wir sind wieder zu Hause. Wohnmobil ist schon für den Winter eingemottet. Die nächste Tour steht erst im Februar an. Ja, wenn euch unser Video auch von unserem kurzen Spanien-Trip gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Kommentar. Wie immer, ich wünsche euch eine knitterfreie Fahrt. Wir sehen uns beim nächsten Video.